Hallo Leute, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zum nächsten Schritt beim Erstellen unserer eigenen Homepage, Clanpage. Heute schauen wir uns an, wie man Forum auf unserer Homepage installiert bzw. Kategorien darin anlegt. Als Forum-Software habe ich mir persönlich dafür entschieden, Kunena zu verwenden. Es funktioniert meiner Meinung nach am besten. Da gibt es ja den besten Support dafür, wenn man irgendwelche Fragen hat und im Internet danach sucht. Ja, wir brauchen natürlich zuerst einmal die Packages, die wir benötigen, um es auf unseren Joomla zu installieren. Dazu geht man auf www.kunena.org und kommt man auf diese Seite. Kann man sich natürlich auch drüber belesen, würde ich euch an jeden empfehlen. Es gibt eine relativ gute Dokumentation. Wenn man hier auf den Download-Button geht, kommt man in die Download-Sektion. Wir brauchen Kunena 3, weil wir ja auch Joomla 3 haben. Und hier bekommt man die letzte Version von Kunena. Gleich darunter finden wir die Extensions. Ich habe da schon runtergeladen auch das Language Pack, damit wir es auf Deutsch umstellen können. Es gibt noch mehrere Extensions, muss jeder selber wissen, was er benötigt. Die Regel gilt ganz einfach, installiert so wenig wie möglich und so viel als nötig. Müllt euch nicht euren Webspace zu mit Sachen, die sowieso kein Mensch benötigt. Also wie gesagt, das habe ich schon runtergeladen, ich habe mich ja schon eingeloggt auf unserem Testserver im Backend. Wir gehen wieder auf Erweiterungen, nochmal auf Erweiterungen und können halt hier das Package auswählen. Kunena Forum. Gut. Dann haben wir hier das PKG Kunena. Das ist uns die Forum-Software selbst. Und oben das Package Languages. Wir beginnen natürlich mit der Forum-Software selbst. Wählen die aus. Und schubsen das gleich mal hoch. Das dauert bei den bei diesem Package, das dauert halt ein bisschen länger. Und wenn man auf Kunena klickt, kommt man sofort auf die Oberfläche, Admin-Oberfläche von Kunena. Ich gehe jetzt nochmal zurück, um euch zu zeigen, wie kommt man auf die Oberfläche, wenn man auf Schließen klickt, weil dann ist man immer noch hier in diesem Fenster. Und zwar, wir gehen auf Komponenten und suchen uns hier Kunena Forum. Das ist halt die Übersicht. Oder man will gleich in eine bestimmte Kategorie, also Unterkategorie, dann kann man sich das hier aussuchen. Ich gehe jetzt einmal in die Hauptkategorie. Das schaut dann so aus. Ist recht intuitiv zu bedienen. Es sind schon eine Kategorie schon angelegt. Mit zwei Unterkategorien. Schauen wir mal, ob das überhaupt im Frontend schon irgendwo sichtbar ist. Natürlich nicht. Doch? Nee, nicht. Und das ist auch richtig so. Weil wir haben das Forum mit noch keinem Menüeintrag verlinkt. Und das müssen wir zuerst einmal machen. Wir gucken einmal auf Plugins und suchen hier noch Kunena und kontrollieren, ob das überhaupt schon auf Public gestellt wurde. Ja, das schaut gut aus. Das, was hier halt noch ausgekreuzt ist, das benötigen wir jetzt nicht. Dann wechseln wir zu den Menüs. Wir haben schon Forumseintrag angelegt, also Menüeintrag. Der ist natürlich jetzt noch verlinkt mit dem Beitrag Under Construction. Das werden wir jetzt ändern. Wir öffnen diesen Menüeintrag. Und wählen nicht einzelner Beitrag, sondern wir speichern das einmal ab.
bin jetzt mal auf Homepage gegangen. So, Forum. Und schon habe ich mein Forum hier angezeigt. Das ist die erste Möglichkeit, wie man ein Forum halt einbinden kann. Wir haben das auf unserer Homepage von Interesse ganz ebenfalls so gewählt. Und schaut halt so aus. Es wird sofort angezeigt bei uns die aktuellen Diskussionen. Und wenn ich das komplette Forum sehen möchte, gehe ich auf Home. So wie das halt jetzt auch auf unserem Testserver habe, da sehe ich das Hauptmenü. Also den Haupteintrag im Forum mit den Unterkategorien, in die Diablo-Kategorie, Battlefield, Minecraft und das Clan-Forum und die jeweiligen Unterkategorien. So, als nächstes werden wir gleich das Language Pack installieren. Schließen wir das mal wieder hier. Gehen wieder auf Erweiterungen zur Installation. Wir sind wieder im richtigen Ordner. Wählen einfach das Language Pack aus und sagen Hochladen und installieren. Wir bekommen wieder die Nachricht, dass es installiert wurde und dass halt alles geklappt hat. Schauen wir mal. Wir haben eine Plugin-Verwaltung, ob es hier eventuell umzustellen geht. Ah, ich sehe gerade, wir haben das schon hier auf, alles jetzt auf Deutsch. Perfekt, das hat schon mal geklappt. Wir gehen wieder zurück aufs Dashboard, unsere Hauptoberfläche. Wir können natürlich jetzt hier anfangen, Kategorien anzulegen. Zwei, drei Kategorien anlegen, damit ihr seht, wie das geht. Ich orientiere mich hier natürlich an unserem Forum. Ich lege jetzt zum Beispiel hier das Diablo 3 Forum einmal an. Der Elternteil ist immer die oberste Ebene, wenn ich nicht eine Unterkategorie erzeugen möchte. Elternteile sind bei uns im Forum Hauptmenü, Diablo 3 Forum, Battlefield 3 Forum, Minecraft Forum und DWG Clan Forum. Das sind die Elternteile, also die Haupteinträge. Wenn ich dann unter dem Battlefield Forum Allgemeines und News Unterforum haben möchte, dann sage ich nicht oberster Elternteil, oberste Ebene beim Elternteil, sondern ich sage dann ganz einfach, ich möchte unter dem Willkommen zum Beispiel hier die Ankündigung haben. Aber wir machen das jetzt ganz einfach mal. Wir erzeugen ein Clan-Forum. Wir dann es natürlich veröffentlichen. Hier haben wir die Möglichkeit, eine Beschreibung und einen Kategoriekopf einzugeben. Die Ebene, die Zugriffsebene lasse ich jetzt hier mal auf Public stehen. Es gibt natürlich Foren, die nicht öffentlich sind. Zum Beispiel das Clan-Forum gehört bei uns zum Beispiel noch auf registriert gestellt oder beziehungsweise auf eine eigene Kategorie, also Zugriffsebene auf Member, damit wirklich nur Clan-Member auf dieses Forum Zugriff haben. Des Weiteren werdet ihr wahrscheinlich eure Seite mit weiteren Admins gemeinsam verwalten. Und da wäre es natürlich ebenfalls sinnvoll, wenn die Admins selbst ein eigenes Forum haben, wo sie sich austauschen können, wo neue Richtlinien, die ihr für eure Seite trefft, weitergegeben werden, die halt wirklich nur die Admins lesen können. Das könnt ihr hier einstellen. Dann haben wir hier noch Kategorieeinstellungen. Steht immer halt schön daneben, was das zu bedeuten hat. Lest euch einfach durch. Wenn euch nicht sicher seid, probiert es ein bisschen aus. Es ist ganz intuitiv zu bedienen. Ich speichere jetzt einmal mein Hauptforum, Clanforum. Speichern und schließen. Gehe wieder zurück. Guck mir das jetzt mal an. Und habe hier jetzt ein Forum mit Clanforum. Ich brauche natürlich, wenn man in diesem Forum nicht unbedingt Beiträge haben möchte,
nur Unterkategorien. Wir haben hier zwei Sachen, weil wir meistens über Teamspeak kommunizieren, ist das bei uns hier nicht so wichtig. Trotzdem haben wir ein Abstimmungsforum und ein klein internes Forum, um prinzipielle Ankündigungen hier zu hinterlegen. Das werde ich jetzt genauso übernehmen für unsere Seite. Ihr werdet natürlich eure Seite selbst einrichten, wie ihr das braucht. Klein internes Forum. Der Elternteil ist nicht die oberste Ebene. Wir wollen das jetzt haben im Clan Forum als Unterkategorie. Wir wollen das gleich veröffentlichen und sagen wir mal speichern und neu. Wir machen gleich das nächste. Abstimmungen. Ebenfalls veröffentlicht. Ebenfalls unter Clan Forum. Speichern, schließen. Wir gucken uns das gleich mal an, wie das jetzt ausschaut. Ich refreshe die Seite und habe jetzt hier das eben angelegte Clan-Forum mit den beiden Unterforen, Clan-internes Forum, Forum und Abstimmungen. So könnt ihr das Ganze halt einmal einrichten. Spielt ein bisschen herum. Jetzt gucken wir uns noch das Willkommensforum an, was hier vorkonfiguriert ist. Das kann man natürlich umbenennen. Ihr seht, dass jetzt in der Beschreibung da etwas eingetragen wurde und hier habt ihr jetzt da diesen Text, den ihr bei Beschreibung eingetragen habt, angezeigt. Wenn man jetzt hier draufklickt auf Willkommen, öffnet sich das Willkommensforum und es werden die ganzen Beiträge darin angezeigt. Da gibt es jetzt wieder eine Kategorie Kopf. Der wird dann hier oben angezeigt über den Einträgen und den könnt ihr halt hier definieren, wann ihr das definieren wollt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ihr so was Ähnliches wie Banner hinterlegt. Wenn ihr sagt, okay, ich bleibe jetzt mal bei uns, bei der Spielergeschichte, Computerspiele, wenn ihr sagt, okay, Diablo 3 Forum, da möchte ich oben nicht einen Text drin haben, ich möchte da oben gerne ein Diablo 3 Banner haben. Dann bastelt solche Banner und verlinkt das. So. Hier sieht man jetzt, nachdem eine Kategorie gespeichert wurde, verändert sich leicht das Aussehen der weiteren Reiter. Gibt es natürlich jetzt wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten, weil die Kategorie dann bereits angelegt ist. Oder das Forum. Und das war's eigentlich. So, gehen wir da mal wieder zurück aufs Dashboard. Wir waren jetzt hier bei den Kategorien. Hier haben wir die Benutzer. Es gibt momentan nur einen Benutzer hier. Man sieht hier, ob er eine Signatur hat, dieser Benutzer. Ob er aktiviert ist, gebannt oder ob er Moderator ist. Ich habe mir jetzt noch nicht als Moderator gesetzt, weil es ist nicht notwendig. Konena verbindet sich meiner Meinung nach einwandfrei mit Joomla und erkennt, dass ich Admin bin. Ja, nächste Kategorie ist halt hier die Datenverwaltung. Gibt es auch noch nichts. Emotions. Für Leute, denen das halt wichtig ist, ihr könnt auch andere Emotions hochladen. Es gibt eine Ranglistensystem, das basiert darauf, wer wie viele Beiträge schreibt. Zumindest bis zum Platinum Border. Die könnt ihr ebenfalls umbenennen, wenn ihr das wollt, wenn ihr das überhaupt verwenden möchtet. Fresh Border, Junior Border, Senior Border und so weiter. Ob Admin ist es immer voll, egal wie viele Beiträge man geschrieben hat. Wir haben das ausgeschalten. Dieses System wird eigentlich nicht benötigt. Zumindest nicht in unserem Kreis. Hier haben wir wieder die Möglichkeit, Templates zu aktivieren und deaktivieren. Wir haben jetzt das Blue Eagle als Standard, weil das ist das einzige, was wir hochgeladen haben. Wir haben gerade auf Joomla Konena frisch installiert. Das einzige, was wir hochgeschubst haben, war das Language Pack. Ihr könnt natürlich, es gibt hier Templates, einfach mal im Internet googeln. Wenn Sie das verändern wollt, ladet eines hoch.
Hier könnt ihr es dann umstellen, wieder mit einem Klick auf den Stern, macht ihr das Gewählte zum Standard-Template. Hier geht es weiter zur Konfiguration. Das ist recht umfangreich, die Sache hier. Trotzdem, wir haben keine Probleme gehabt, das zu konfigurieren. Man hat immer auf der rechten Seite sehr guten Hilfetext. Wenn es irgendwo einmal wirklich gehakt hat oder haken sollte, würde ich zu Kunena gehen ins Forum oder halt eine sehr gute Seite für Joomla-Angelegenheiten mit sehr netten Leuten ist das joomlaportal.de. Dann bekommt ihr dort sicher auch Hilfe. Versucht halt zuerst einmal das Forum bitte zu durchsuchen, weil es ist verständlich, die Leute sind halt manchmal ein bisschen genervt, wenn zum 425. Mal dieselbe Frage in dem Forum schon beantwortet wurde. Verständlich. Ja, da haben wir hier noch die SEO-Einstellungen. SEO bedeutet Search Engine Optimization. Das ist aber bei Joomla wieder ein eigenes Thema. Da werde ich vielleicht ein eigenes Video dann dazu machen, weil das betrifft ja nicht nur das Forum, sondern die komplette Seite. Aber das wird dann eher am Ende sein. Dann haben wir hier die Möglichkeiten, im Frontend Einstellungen zu treffen. Das Beitragszeitformat könnt ihr euch heute auswählen. Einfach schaut euch durch, erstellt ein paar Beiträge, schaut euch an, was euch nicht gefällt, dann sucht die Einstellungen im Backend. Also hier, wo man das verändern kann, beziehungsweise anpassen. Das ist zum Beispiel was Wichtiges, Abonnements erlauben, würde ich schon machen. Kompletten Beitragsinhalt in die E-Mail einbinden, das würde ich mal wegnehmen. Beitragsabonnements standardmäßig aktivieren und das würde ich rausnehmen. Ich möchte kein Abonnement haben über jeden Beitrag, wo ich jemals was geschrieben habe. Die User werden dadurch mit Mails zugespammt. Der schreibt irgendwo einmal einen Beitrag in einen gut besuchten Post und da schreiben noch 50 andere Leute nach ihm, dann bekommt er 50 E-Mails. Jedes Mal, wenn jemand einen Beitrag schreibt, kriegt er eine E-Mail-Benachrichtigung. Also meine Empfehlung ist, das auszuschalten. Hier haben wir die Sicherheit, öffentliches Lesen, Schreiben. Probieren wir das einmal. Erlaubt es? Nee. Mal diese Fragen. So. Jetzt habe ich die Möglichkeit, ein neues Thema zu erstellen. Okay, das stimmt halt anscheinend noch. Die Installation. Hier kann man halt gestern erlauben, Benutzerliste zu sehen, ja, nein. Profile zu sehen, ja, nein. Und so weiter. Dann geht's hier um die Avatars. Hochgeladenes. Und hier haben wir uns ein bisschen herumspielen müssen. Ganz haben wir es noch immer noch nicht geschafft, dass das korrekt so angezeigt wird, wie wir das haben wollen. Und zwar es geht, wenn ein Benutzer ein Bild hochlädt, dann wird das im Beitrag angezeigt. Bei uns wird es wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass wir auf der rechten Seite im Forum, ich kann das ja mal kurz zeigen, auch noch Modulpositionen belegt haben, hier herüben, den Besucherzähler. Persönlich würde ich euch empfehlen, diese Teile dann auszublenden, wenn das Forum geöffnet wird. Man kann das sagen, auf welchen Seiten man halt dieses Modul, halt eben den Besucherzähler, angezeigt haben möchte. Und da sagt man ganz einfach, nicht anzeigen beim Forum. Damit habt ihr ein breiteres Forum, dann geht euer Forum bis hier nach hinten. Ihr habt dann nicht unbedingt Anzeigeprobleme mit Bildern. Und die Admins können dann ebenfalls den kompletten Beitrag lesen. Wenn ihr das so benutzt, wie wir das halt jetzt benutzen, wir haben uns bewusst dazu entschieden. Und sind halt jetzt auch müssen natürlich auch die Kehrseite der Medaille akzeptieren, dass halt die Admins bei einem Beitragersteller zum Beispiel nur noch die halbe IP-Adresse sehen, weil die nur noch bis zur Hälfte angezeigt wird. Aber dieses Problem betrifft halt nur die Admins. Der normale User hat keine Einschränkungen. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir lassen das so. Das Forum ein bisschen schmäler. Und lassen die Modulpositionen auch im Forum angezeigt. Ja, wie gesagt, maximale Bildgröße, maximale Bildhöhe, dann Thumbnails, Bildqualität, alles halt bitte einstellen, spielt euch ein bisschen herum, bis das so passt, wie ihr das haben möchtet. Ranglistensystem, wer es braucht,
Meiner Meinung nach ist es gut, in einem öffentlichen Forum sowas einzuführen, weil es Leute motiviert, Beiträge zu schreiben. Leider Gottes halt auch ist dabei sehr viel Spam. Also ich würde es weglassen. Ja, wie gesagt, also man muss halt abwägen. Möchte man ein Ranglistensystem und die Leute dazu ermutigen, halt viele Beiträge zu schreiben und sagen, dann halt einfach sagen, den ganzen Spam lösche ich raus, dann reinnehmen, ist sicher nicht schlecht für den Anfang, damit sich das Forum füllt. Wir sind eine geschlossene Gruppe, mehr oder weniger im Clan. Bei uns ist es nicht notwendig. Es ist bei uns auch nicht notwendig, damit man sieht, der hat schon 500 Beiträge geschrieben, der andere hat erst 12 Beiträge geschrieben. Hier sind die Einstellungen über den BB-Code. Einfach selber durchgucken. RSS extra, was haben wir bei extra? Reale Namen anzeigen. Nein. Guckt euch das durch, testet ein bisschen aus, schreibt Beiträge, bevor ihr das halt dann User weitergibt. Nicht, dass ihr die verärgert. Ich würde keine realen Namen anzeigen. Ich würde auch keine E-Mail anzeigen. Ja, das ist sogar richtig. Karma ist also eine Geschichte. Man kennt das aus vielen anderen Foren, wo man sich bei jemandem per Knopfdruck bedanken kann und er bekommt dann 1 plus zum Karma hinzugerechnet. Das ist genau dasselbe wie Beitragsschreiben. Finde ich ein bisschen unpersönlich, dass wenn sich jemand schon die Mühe gemacht hat, dass einer halt einen Beitrag geschrieben hat, um jemandem zum Beispiel zu helfen. Dann kann sich der andere wenigstens die Mühe machen, ebenfalls einen Beitrag zu schreiben, indem er sich bedankt und nicht einfach nur ein Knöpfchen drücken. Bin kein Freund von der Karma-Option. Na, das war's fürs Erste. Probiert's ein bisschen herum, legt ein paar Foren an, ein paar Unterforen, eventuell sogar mit Beschriftung, so wie man es heute halt auch bei der Erstinstallation hier sieht. Wenn's Fragen gibt, keine Scheu, schreibt's mal Mail oder postet's unten in die Comments rein. Es würde mich freuen, wenn ihr das Video liked oder sogar meinen Kanal abonniert. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg. Ciao.